gesagt. Ja, wollte ich ein bisschen was erzählen. Hoffe, dass es von allseitigem Interesse über die Dating-App, da gibt es jetzt eine ganze Menge, also Soul-Matching, gibt es jetzt eine ganze Menge Gespräche. Also jetzt, das wird wahrscheinlich jetzt, ich glaube, Freitag oder Montag wird jetzt diese Landingpage eröffnet. Das heißt, die Leute, die sich jetzt bei mir davor angemeldet haben, werden entweder, also zum größten Teil oder alle vielleicht sogar, weiß ich noch nicht, eine Möglichkeit kriegen, da mitzumachen. Das ist auch komplett kostenfrei. Haben welche gefragt, ob das irgendwas kostet. Nein, ihr habt keine Verpflichtungen. Ihr könnt einfach eure Wünsche äußern. Wir gucken, wie ist hier so die Community. Die Tester werden dann, ihr werdet sehr bald benachrichtigt. Ich warte echt nur auf das Go. Also ich denke, innerhalb einer Woche auf jeden Fall. Und hallo Anna. Hey, Anna habe ich schon begrüßt, ne? Ja. Und genau, und dann ihr seid genauso Vortester und was weiß ich und könnt eure Meinung sagen, wir gucken, wie ist das demografisch, wie viele Männer brauchen wir da noch und genau, und dann kann, wenn die App dann wirklich, dann gibt es nach 3 Monaten, geht sozusagen die Beta-Phase los und dann nochmal ein bisschen danach die richtige Phase so, ne? Und da wird richtig hart programmiert gerade, also da ist richtig Dampf dahinter. Und ja, also dann wird es irgendwann einen Übergang geben in den regulären App-Betrieb und ja, da wird sicherlich, das haben wir heute auch besprochen, es wird natürlich eine Möglichkeit geben, diese App umsonst zu testen, wie das bei anderen auch so ist. Und was haben wir hier noch? Hallo Tracy, hallo Casey, das habe ich auch gar nicht alle begrüßt, ne? Naja, egal, fühlt euch alle begrüßt. Aber irgendwann wird es natürlich auch ein Teil dieser, also ja, irgendwann wird es auch mal kostenpflichtig werden, so klar. Und da haben wir uns heute überlegt, das fand ich eigentlich sehr geil, dass wir sagen, das ist so maximal transparent, das ist immer nur, man kann sich monatlich immer wieder abmelden. Und was ich richtig geil finde, wir haben uns überlegt, dass es auch so eine Einmalzahlung geben wird, dass wir sagen, hey, wir glauben an die App und es gibt auch eine Einmalzahlung und da kann man sie so lange nutzen, wie man will und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Das fand ich eigentlich auch eine coole Idee so. Ja, ansonsten werde ich euch immer mal wieder berichten über die neuen Features. Und also ich habe da ein tierisch gutes Gefühl, ich weiß auch nicht genau warum, aber ich finde echt, ja, und genau, und die dann 200 Erstanmelder, die kriegen halt noch 5, jeder kriegt 5 Invites und die können halt weitere anmelden und dann gucken wir mal, wie weit wir damit kommen und weil wir werden schon die Teilnehmer im Wesentlichen wahrscheinlich erstmal über meine Kanäle generieren tatsächlich so, ne, also 14-tägiges Rückgaberecht. Muss die Klatsche aber auch belegt werden. Ne? Aber ich will auch eine Spülmaschine haben, meine Küche ist zu klein. ja, was kann ich noch erzählen? Ich gucke mal meine Liste rein hier. Ja, dann wollen wir auch innerhalb der App soll es auch so Streams geben und Interviews und was weiß ich. Und ja, und dann wollen wir halt auch helfen, so bei, wenn man jetzt so ein Video-Date hat, mit wem darüber kann man reden, da wollen wir so Vorlagen machen und auch, wie kann man so ein Profil also mit Informationen bevölkern, wie kann man gute Profil, machen wir überhaupt Fotos, also wir werden auf jeden Fall ein Video machen, vielleicht gibt es auch Profilfotos, hier kann man gute Profilfotos machen, also dass ihr euch wirklich unterstützt fühlt und vielleicht kann man es ja auch sonst im Leben nochmal nutzen, das sind so die Sachen, die wir heute besprochen haben, genau. Oder dann, wenn man zurück auf die App kommt, Reflexionsvideos, wie war dieser Dating-Prozess und so weiter, ich finde es eigentlich ziemlich cool, ey. Ja. Nein, schickt mir niemand nach Hause. Nein. Hallo Hanna, hallo Neustadt. Vanessa, habe ich auch noch nicht hallo gesagt. Menno, ich habe jetzt meine Badewannenabende von Mittwoch auf Sonntag auf Dienstag und Samstag verschoben. Ja, Mann, ey. Musst du mal Internet im Bad legen, ey. Ja, Neustadt ist echt ein witziger Name, ey. Muss ich auch sagen. Ey.
Ja, und ansonsten hoffe ich natürlich auf eure Beteiligung da drin, Inside. Und ich finde es echt aufregend, das ist echt ein total krasses Projekt, ey. Das ist, ich glaube, war lange nicht mehr so aufgeregt, ey. Genau. Ja, dann habe ich heute gehört, dass Steffi Stahl schreibt, also Vorwort zwar nicht, aber sie schreibt eine Kleinigkeit zu meinem neuen Buch, habe mich mega drüber gefreut. Weil sie meine Arbeit so schätzt, ist doch herrlich, ne? So muss das sein. Ja, das hat mich auch sehr gefreut. Also, war wieder ein krasser Tag. Momentan ist gerade jeder krass. Vanessa hat Stream-Liebessucht, ey. Ja. Krass. Ja, das ist der Blickwinkel. Servus. Kommen doch noch ein paar aus den Löchern gekrochen hier, ne? Ja. Ja, muss ich auch sagen, mit Steffi Stahl ist echt ziemlich cool. Ey. Ich finde es auch echt eine gute Kombi, muss ich auch sagen. Ey. Ja, vielleicht kriegen wir die auch noch dazu, so ein paar Leute in die Dating-App zu schicken. Das wäre echt cool. Ey. Ja. Ja, so sieht's gerade aus.